Ich muss schon mal sagen, wenn ihr das objektivste Video aller Zeiten erwartet, werdet ihr hier vielleicht nicht finden. Hi. Ich muss gestehen, ich bin so ein bisschen aufgeregt gerade. Neben mir steht ein Paket. Vor einigen Wochen hat mich eine Nachricht in meinem Postfach erreicht von Rare Beauty. Und wer das nicht kennt, das ist die Make-up-Marke von Selena Gomez. Und ich liebe Selena. Sehr. Es ist auf jeden Fall sehr schwer und es sieht so aus und wir werden das jetzt gleich zusammen aufmachen. Ich gebe mir sehr, sehr große Mühe, objektiv zu sein und ich werde euch auch sagen, wenn was nicht funktioniert für mich. Aber ich hoffe, dass es absolut nichts davon sein wird, weil ich bin so aufgeregt und excited und ich freue mich so, so sehr. Selena ist einfach so eine Person, die mein Herz irgendwie hat. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen reingeschaut auf Instagram, habe ich euch schon mal so ein bisschen die ersten Eindrücke gezeigt. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, tut das jetzt. Es ist eine sehr coole Community, die wir da haben, deswegen schaut da vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich würde sagen, Werbeeinblendung, weil Fangirl Nummer 1 und wir schauen uns jetzt einfach mal das Paket an. Ich bin so aufgeregt. Tada! Da kommt uns erstmal ein so wunderschönes Bild von diesem wunderschönen Menschen entgegen. Ich kann nicht mehr. Sie ist so schön. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal die ersten Produkte. Und da oben steht auch, ich lese euch das mal kurz vor, Moment. Rare Beauty is breaking down unrealistic standards of perfection. We will empower our community to challenge beauty norms by shaping positive conversations about self-acceptance and mental health. This is makeup made to feel good in, without hiding what makes you unique. Because Rare Beauty is not about being someone else, but being who you are. Das ist schon mal sehr süß. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Produkte gut sind. Bevor wir uns richtig die Produkte angucken, schauen wir mal kurz in dieses kleine Büchlein. Ganz kurz vorweg, bevor wir jetzt so richtig reingehen. Die Produkte gibt es momentan noch nicht in Europa. Ich habe aber einen Kommentar geschickt bekommen von einer Zuschauerin, weil ich danach gefragt habe und sie so lieb war, mir einen Screenshot zu schicken. Anscheinend kommen die Sachen 2021 auch international raus. Das heißt, wir werden sie hier auch bekommen können. Wer sie unbedingt jetzt haben will und aus Amerika bestellen möchte, es gibt die bei Sephora und bei rarebeauty.com. Es gibt schon Möglichkeiten ranzukommen, zum Beispiel auch wie damals bei Kylie Cosmetics über Postfächer in Amerika. Da gibt es so ein paar verschiedene Seiten, wo ihr euch ein Postfach machen könnt und dann könnt ihr das darüber bestellen, aber das ist natürlich auch ein bisschen kostspielig. Deswegen würde ich vielleicht mal ein bisschen zurücksitzen, ein bisschen chillen. Es kommt bestimmt auch hierher. Ich finde den Grundgedanken dahinter schon mal super süß, aber das ist ja so gesehen erstmal nur Marketing. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wieso ist sie so schön? Ohne Witz, schönste Person auf diesem Planeten. Ihr könnt mir nichts anderes erzählen. Okay, wir haben hier nochmal einen süßen kleinen Text. Den kann ich euch mal einblenden. Ihr könnt ja gerne mal einfach pausieren, wenn ihr ihn lesen wollt. Das ist halt echt schön gemacht, ne? Das ist richtig schön gemacht. Es tut mir übrigens leid wegen diesen Geräuschen. Das ist mein Stuhl. Ich schwöre, das bin nicht ich. Okay, die haben einen Rare Impact Fund gegründet und 1% von den jährlichen Sales geht direkt da rein. Und die haben den Plan anscheinend, 100 Millionen über die nächsten 10 Jahre zu sammeln für diesen Zweck. Das ist für Mental Health. Okay, und hier kommen wir schon zu den Produkten. Ich blätter jetzt mal nicht weiter durchs Buch, weil wir das nicht brauchen. Ich habe die Produkte ja genau hier. Wir fangen einfach mal an. Als allererstes haben wir hier schon mal einen kleinen Beauty Sponge. Und ich finde die Form ehrlich gesagt ein bisschen strange. Es ist so wie so ein Diamond Shape, aber hier ist er rund. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich damit klarkommen werde. Wir werden es ausprobieren. Ich mache den jetzt erstmal nass, beziehungsweise hoffe, dass Nico vielleicht kurz vorbeikommt und ihn nass macht. Hallo, magst du das nass machen? Ja. Dankeschön. Anytime. Der ist ja voll groß geworden. War der kleiner? Ja, viel kleiner. Mir ist aufgefallen. Süß. Ja, der ist auch mega weich, ne? Der ist super weich. Okay, dankeschön. Anytime. Übrigens habe ich gelesen, dass die Produkte recycelbar sind. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich jetzt in diesem Ding hier nichts sehe. Ich wollte es nur mal ansprechen, weil ich das ganz oft gelesen habe. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt, weil es hier einfach nicht steht. Leute, es ist einfach unmöglich, das zu halten. Okay, seht ihr das? Könnt ihr es erkennen? Könnt ihr sehen? Ich habe mich jetzt entschieden, einfach alle Infos zu den Produkten, die näheren Sachen zu erzählen, während wir das Make-up auch ausprobieren. Aber hier mal ein ganz kurzer Überblick über die Produkte, die ich jetzt geschickt bekommen habe. Es gibt noch mehr Shades, die haben es alles auf mich abgestimmt, was super cool ist, weil ich einfach nicht so viele unnötige Shades hier rumliegen habe, sondern die, die wirklich für mich funktionieren. Deswegen, ich bin unglaublich gespannt. Wir haben hier so ein paar Produkte drin, bei denen ich auch mir denke so, Ihr kennt mich übrigens, ich mache immer so ein Drama aus PR-Paketen, bei denen man diese Boxen innen nicht rausnimmt. Kann. Und ich habe nämlich geguckt, diese Einlagen kann man rausnehmen. Das heißt, man kann diese wirklich wunderschöne Box mit den Schubladen auch weiterverwenden. Aber wir werden es ausprobieren. Ich bin unheimlich gespannt. Ihr wisst gar nicht, wie sehr. Deswegen würde ich mal sagen, wir legen einfach los. Okay, ich habe euch mal ein bisschen rangezoomt, damit ihr auch richtig schön meine Pickel erkennen könnt, die ich gerade habe. Toll, oder? Hier ist auch eine.
Super. Ich nehme jetzt erstmal dieses 4-in-1 Spray und sprühe mir das mal komplett ins Gesicht, weil ich habe super trockene Haut gerade. Das riecht nach einem Zimmer, bei dem ich im Urlaub mal war. Das bringt mich natürlich jetzt gar nichts. Riecht gut, fühlt sich gut an, heißt aber natürlich nichts. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich viel bringt, aber ich benutze solche Sprays unglaublich gerne vor Foundation und so oft, wenn meine Haut wirklich richtig trocken ist. Kostenpunkt davon sind $24. Also das hier ist auf jeden Fall schon ein bisschen teurer, je nachdem, ob es gut ist oder nicht. Wer weiß, was da drin ist. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Oh, ich soll es eigentlich schütteln, bevor ich es benutze. Da muss ich jetzt leider nochmal sprühen. Es tut mir leid. Ich habe gerade eingeatmet. Einatmen nicht zu empfehlen. Dann haben wir hier einen Illuminating Primer. Das heißt, er soll so ein bisschen, ja, ein Glow geben. Es hat alles so ein bisschen so diesen natürliche Schönheit-Vibe, der für so Alltags-Make-up irgendwie perfekt ist. Deswegen bin ich gespannt. Das ist der Always an Optimist Illuminating Primer für $26. Ich werde den jetzt nur auf eine Hälfte vom Gesicht auftragen. Einfach, weil ich sehen will, wie die Foundation sich auf dem Primer verhält und ohne Primer. Reicht das? Der glowt schon ordentlich. Ich mach mal hier Primer, warum nicht? Oh wow. Er fühlt sich angenehm an. Ich habe aber ein bisschen Angst. Er ist schon arg glowy und ich habe halt leider Gottes ein bisschen fettige Haut oder so. Bin ich immer gespannt, du. Wir merken uns, auf der Seite habe ich Primer, auf der Seite nicht. Weil wir gerade beim Vorbereiten sind, ich habe hier einen Lip Balm. Und zwar ist das nämlich ein ganz normaler Lip Balm ohne Farbe. Wir haben noch 3 andere Farben hier und es gibt insgesamt 8. Ich packe den mir jetzt mal direkt auf die Lippen, weil die sind super trocken. Ich finde es tatsächlich sehr nice, dass sie sowas drin haben, auch so leicht getönte Lip Balms, einfach weil es, wie man schon merkt, ein bisschen auch darum geht, natürliche Schönheit so ein bisschen nach außen zu tragen. Und das Wichtigste für sowas ist einfach tatsächlich die Vorbereitung. Deswegen super, dass sie einen Primer gemacht haben und auch die hier. Ich werde die anderen Farben auch gleich nochmal ausprobieren, aber ich lasse den jetzt erstmal drauf. Okay, Leute, es ist soweit. Ich fange jetzt an mit der Foundation und ich bin voll gespannt. Ich mache jetzt mal diesen Ring raus, der nervt mich nämlich. Okay, ich habe hier 3 von 48 Farben. Es gibt 48 Farben Foundation und 48 Farben Concealer, was krass ist. Also bei Concealer ist es oft so, da gibt es manchmal 20 mal 25. Wenn es richtig gut läuft, sind es 30. Die haben einfach 48 Shades an Concealer. Und das Coole ist, dass die Concealerfarben anscheinend darauf abgestimmt sind, dass sie eben die gleiche Farbe haben für Concealer und Foundation, damit ihr nicht mehr Shade matchen müsst, wenn ihr eure Foundation Shade habt. Dann könnt ihr einfach den Concealer in der gleichen Farbe kaufen, der passt dann zusammen. In der Theorie super, ob es auch funktioniert, werden wir herausfinden. Ich habe hier 170W, 180W und 190W. Ich habe absolut keine Ahnung, was es bedeutet. Foundation-Kostenpunkt $29, also so ein normaler High-End-Bereich, würde ich behaupten. Übrigens habe ich gelesen, dass diese Kugeln dafür da sein sollen, dass es Leute mit Arthritis leichter aufbekommen. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Sie hat das ja auch. Das habe ich mehrmals auch wieder online gelesen, habe aber auch nichts dazu in diesem Buch gefunden. Deswegen kann ich es euch auch nicht versichern, dass es so ist. Auf jeden Fall muss ich das jetzt schütteln. Oh. Normalerweise benutze ich Pinsel nie, ohne sie vorher zu waschen, aber für Selena mache ich alles. Relativ gelb, die Töne, die ich jetzt bekommen habe. Die sind super flüssig, das ist sehr interessant. 190 kann ich schon mal wegpacken, das kann ich vielleicht im Sommer benutzen. Jetzt ist es eigentlich auch Sommer, aber im Sommer, wenn ich vielleicht auch mal im Urlaub war, wenn kein Corona ist und ich aus dem Land gehen konnte. Ganz ehrlich, ich kann mich zwischen den 2 Farben gerade gar nicht entscheiden. Ich nehme jetzt einfach mal beide. Warum nicht? Wie mache ich das jetzt am besten? Mache ich jetzt so ein paar Punkte hier drauf? Okay, ich werde es auf einer Seite mit Pinsel auftragen und einer Seite mit Schwamm. Brain Freeze. Ich weiß nicht mal, wie viel ich brauche davon. Ich gehe jetzt erstmal mit dem Pinsel rein. Warum nicht? Okay, wow, die ist viel leichter, als ich gerade erwartet habe. Was? Okay, ein Problem habe ich schon mal. Das geht mir leider in meine Poren rein. Direkt richtig schön rein. Das passiert mir leider extrem oft bei Foundation. Ist auch manchmal tagesabhängig bei mir. Aber an sich, also sie fühlt sich krass leicht an. Ich glaube, die hellste Farbe hätte sogar gut gepasst. Mein Ohr ist so rot. Kannst du bitte aufhören? Der Pinsel fühlt sich auch mega schön an. Ich bin gerade sehr fasziniert. Machen wir erstmal die andere Seite. Nicht ganz so schön wie vorher. Ich kann schon mal sagen, auf der Pinselseite ist die Deckkraft krasser und hier ist sie deutlich schwächer jetzt. Einfach, weil ich es mit einem Schwamm auftrage und es ist auch eine relativ flüssige Foundation. Ich glaube, mir hat es auf der anderen Seite sogar besser gefallen. Es war leichter einzuarbeiten. Ich bin mir nicht sicher, wie ich zu diesem Schwamm gerade stehe. Ich kann hier gar nicht richtig rankommen. Ich mache das jetzt mit dem Pinsel. Bitte sitz auf meiner Haut. Okay, ganz ehrlich, mit dem Schwamm werde ich gerade nicht ganz richtig warm. Ich versuche es mal ganz kurz mit meinem normalen. Der ist von ColourPop. Den finde ich irgendwie sehr viel angenehmer. Der ist auch nicht ganz so porös wie der hier. Der hat relativ große Löcher. Das auf meiner Nase nervt mich gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt.
normalerweise, wenn das passiert, mache ich das wieder weg und mache es dann nochmal. Da kommt ja noch ein bisschen Labs drüber, gell? Wir haben hier den Liquid Touch Brightening Concealer für 19 Dollar. Ist eigentlich voll in Ordnung. Ich nehme jetzt einmal die Farbe 170W, weil ich habe die Foundation in 170W hauptsächlich genommen. Deswegen. Was ist das denn für ein Applikator? Sehr interessanter, eckiger Applikator. Okay. 48 Shades, wie gesagt. Ich weiß nicht, wie viel ich nehmen soll. Bin voll verunsichert. Warte, wir haben einen Concealer-Pinsel. Okay, ich freue mich echt über den. Der Pinsel gefällt mir gut. Ich brauche mal die Farbe 180, weil ich gerne hier in meiner Nase noch so ein bisschen nachlegen wollen würde. Ist auf jeden Fall deutlich dickflüssiger als die Foundation. Ich habe eigentlich diesen Schwamm schon aufgegeben. Ich möchte ihn eigentlich nicht aufgeben, aber irgendwie. Der Schwamm und ich, wir sind einfach keine Freunde, glaube ich. Sobald ich mit dem Schwamm das einarbeite, geht es in meine Poren. Warum? Auf meiner Nase will das einfach gar nicht funktionieren. Ich bin so traurig. Ich habe so viele Leute gesehen, die diese Foundation so abgefeiert haben. Und bei mir bisher funktioniert es nicht ganz so gut. Wisst ihr, welche Foundation mich das ganz stark erinnert? Diese Liquid Foundation von Catrice, diese Drop Foundation. Die funktioniert bei mir an manchen Tagen so unfassbar gut. Und an anderen Tagen sehe ich genauso aus wie jetzt. Ich hoffe gerade einfach darauf, dass die Foundation sich so ein bisschen in die Haut setzt und es dann alles gut aussieht. Ich würde das Ganze gerne mal sehen mit meinem Hauptprimer, den ich immer benutze. Der Illuminating Primer, ich sehe das jetzt gar nicht so sehr, aber hat der was gemacht? Ich muss sagen, in der Kamera sieht das gerade richtig geil aus, aber hier habe ich wirklich ein bisschen Probleme. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich alles nochmal abmache und meinen Primer drunter setze, den ich immer benutze und gucke dann mal, ob die Foundation auf dem Primer, der für meine Haut funktioniert, besser sitzt. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Hi. Ich habe jetzt alles wieder abgewaschen und meinen normalen Primer drauf gemacht. Das ist der von Dominique Cosmetics. Ich habe auch dieses Sprayzeug nochmal drauf gesprüht. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich glaube nicht. Ich habe das nochmal drauf gesprüht, weil ich es echt gerne mag. Und jetzt habe ich den hier genommen. Der ist super feuchtigkeitsspendend. Ich benutze den sehr oft. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte es mal so auftragen, wie ich es normalerweise auftragen würde. Ich nehme jetzt mal nur die 170, die hellste Farbe. Und nehme einen Pinsel, den ich sonst auch benutze. Und trage das nämlich jetzt erst auf die Haut auf. Das mache ich normalerweise immer so. Dann gucken wir mal. Ich würde sogar behaupten, das ist auf jeden Fall eine Pinsel-Foundation. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich einfach viel zu viel Foundation gerade im Gesicht hatte. Ich bin das gar nicht gewohnt. Ich hoffe einfach mal, dass es daran lag. Angenehm ist es auf jeden Fall aufzutragen. Das bringt ja nichts, wenn es nicht gut aussieht. So, jetzt wie sonst auch, gehe ich mit dem Beauty Blender und dem Rest einfach nochmal so drüber. Halleluja. Okay, okay. Lasst uns mal kurz durchatmen, Leute. Das sieht schon deutlich besser aus. Ich glaube, ich habe wirklich einfach viel zu viel drauf gehabt. Ich habe jetzt nämlich nur zwei kleine Abstriche gemacht und habe das ganze Gesicht damit gemacht und das sieht viel besser aus. Ich habe immer noch das kleine Porenproblem hier ein bisschen auf der Seite. Wie gesagt, das habe ich sehr oft. Ich bin gerade einfach nur so glücklich, dass das jetzt gut aussieht. Fingers crossed. Ich nehme jetzt wieder Concealer. Aber diesmal auch wieder eine normale Menge und nicht so drauf geballert wie gerade eben. Den Pinsel mag ich aber auf jeden Fall. Den möchte ich gerne mal weiter benutzen. Okay, das sieht deutlich besser aus. Ich bin gerade echt so ein bisschen erleichtert. Ich mache aber jetzt noch ein bisschen Concealer drauf. An den Stellen hier, weil es doch relativ dunkel ist. Ich habe jetzt extra keinen Corrector genommen. Normalerweise versuche ich immer, meine dunklen Schatten schon mal auszugleichen vor Concealer. Aber ich wollte jetzt nicht, dass es irgendwie mit irgendwas reagiert. Gibt es eigentlich irgendwelche Experten unter meinen Leuten in den Kommentaren? Ich habe immer das Problem, nicht immer wie gesagt, aber oft, dass auf dieser Seite, nur auf dieser Seite, Foundations in meine Poren rutschen und die dann so Punkte machen, so weiße. Und das ist nur auf der Seite. Auf der Seite habe ich das nicht. Nur hier. Und es passiert mir so jedes dritte, vierte Mal, wenn ich Foundation mache. Ich weiß nicht, warum. Gibt es irgendjemanden, der vielleicht eine Ahnung hat, warum das so sein könnte? Weil ich habe wirklich keine Ahnung. Aber die Foundation sieht jetzt schon mal viel besser aus. Gerade echt ein Herzinfarkt meines Lebens hinter mir. Okay, weiter geht's. Ich würde jetzt gerne Augenbrauen machen, weil meine richtig scheiße aussehen. Aber ich komme darüber noch nicht hinweg, weil der Augenbrauenstift ist auch etwas, wo ich so ein bisschen skeptisch bin. Das ist das einzige Produkt, bei dem ich von vornherein skeptisch war. Deswegen machen wir jetzt auch mal bei der Face-Seite weiter, weil wir ja so viele Liquid-Produkte haben und ich jetzt nicht unbedingt Puder machen möchte und das dann drüber geben will. Deswegen gucken wir uns mal die Blushes an, worauf ich mich unglaublich freue und ich bete, dass sie gut sind. Ich habe wie gesagt vier Farben, die kommen auch mit dem gleichen Behälter aus dem gleichen Material. Nur oben sind die jetzt Gold. Ist es Gold? Silbergold? Goldsilber? Sehr süß, gefällt mir eigentlich sehr gut und ich weiß noch nicht mal, welche ich benutzen möchte jetzt. Ich swatch mal eine Runde, warum nicht? Wir haben hier einmal Bliss, das ist glaube ich die hellste Farbe. Sieht ein bisschen aus wie mein Hintergrund. Dann haben wir Grace, das ist so ein Pink. Daran traue ich mich glaube ich jetzt gerade nicht. Ich habe gerade noch so ein bisschen Schock. Dann haben wir Happy, was ich gerne sein möchte am Ende dieses Videos. Oh, das ist schön. Oh, wow.
Und dann haben wir hier Joy, was ich noch nicht verspüre. Krass, der ist auch schön. Die sind auf jeden Fall sehr pigmentiert, sollte man nicht unterschätzen. Also auf gar keinen Fall zu viel nehmen. Ich glaube, zu meinem ganzen Rosa-Vibe heute passt, ich glaube, Happy am besten. Wie mache ich das denn am besten? Mit dem Finger? Es wirkt so, als wäre es am besten mit dem Finger. Ich hoffe auch, dass sie sich gut mit der Foundation vertragen, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus, Selina. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht so ganz im Blush-Game, was Liquid Blush betrifft. Ich probiere sehr viel rum gerade damit, aber ich habe es noch nicht so ganz raus. Also betet für mich. Mache ich jetzt das einfach direkt drauf? Ich bin vollkommen lost gerade. Okay, let's try. Ich habe jetzt einfach mal einen Pinsel genommen. Das ist deutlich mehr Pigment, als ich erwartet habe. Aber süß. Ich glaube tatsächlich, dass man die am besten mit den Fingern einblendet, so wie das gerade wirkt. Wow, ich habe aber voll übertrieben. Ups. Wie gesagt, Leute, ich bin auch neu im Liquid Blush Game, okay? Ich gebe mir Mühe. Probieren wir es mal nur mit den Fingern, wie wär's? That's what she said. Warum ist es jetzt mehr als... Oh mein Gott. Ich brauche einen Beauty Blender, ich kann das nicht. Ich bin einfach so ein richtiger Anfänger. Oh, damit funktioniert das gut. Ich möchte mich jetzt trauen, das so ganz leicht hier drauf zu packen. Ich hatte ganz kurz so meine Doubts, aber ich mache es trotzdem. Ich wollte ganz leicht, nicht so viel. Was mache ich eigentlich? Vertraut mir einfach, da kommt noch Puder drauf und dann sieht das ganz toll aus. Ich muss aber sagen, ich finde die Textur richtig schön. Die sind super weich und lassen sich sehr einfach ausblenden. Das finde ich schon mal sehr schön. Kann mir eigentlich jemand erklären, warum ich jetzt gerade noch mehr drauf gemacht habe, obwohl ich gerade schon gesagt habe, dass ich übertrieben habe? Das ist aber süß. Das gefällt mir eigentlich sogar sehr gut. Wir atmen alle mal eine Runde durch. Leute, ich weiß, dass ich noch ein bisschen verrückt aussehe. Glaubt an mich, okay? Es gefällt mir eigentlich richtig gut. Es wird richtig schön aussehen auf Bildern und darauf freue ich mich so sehr, weil für Fotoshootings, wie gesagt, Liquid Blush ist bombastisch dafür. Okay, wir kommen mal zu den Highlightern. Ich habe hier, wie gesagt, 4 Stück. Die swatchen wir jetzt auch mal eine Runde. Die kosten $22. Bei Liquid Highlighter bin ich noch so ein bisschen ein Newbie auch. Probiere ich auch ein bisschen rum momentan. Wir probieren es einfach mal auf dem Gesicht aus. Ich nehme jetzt Enchant. So vielleicht? I don't know. Ich möchte diesen Concealer-Pinsel dafür benutzen. Hier. Okay, das ist sehr schön. Das ist sehr soft und natürlich. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt... Könnt ihr es in der Kamera erkennen? Doch. Doch, schon. Ist auf jeden Fall ein richtig schöner Glow. Ich mache das jetzt mal auf der anderen Seite auch nochmal. Was ich sagen kann, noch funktionieren die Produkte zumindest zusammen richtig schön. Also nichts bricht irgendwie was anderes auf oder so. Man hat auch relativ viel Zeit damit zu arbeiten. Also es trocknet nicht sofort an. Ich habe viel zu viel Highlight auf meiner Nase. Upsi. Schön. Schön. Ich bin jetzt ein bisschen positiver gestimmt. Das gefällt mir. Wenn diese Seite nicht wäre, wäre das gerade richtig schön. Okay, Freunde, ich habe mich gerade entschieden, dass ich jetzt noch Bronzer machen möchte. Ich nehme jetzt den hier von NYX. Das ist eigentlich ein Contour-Duo. 02 Almond Light. Vielleicht funktionieren die ja ganz gut zusammen. Wenn ihr zufällig Make-up-Artist seid und auf einem Shoot seid mal, probiert das vielleicht mal echt nur Flüssigprodukte zu benutzen. Wenig Puder, so wenig wie möglich. Das sieht einfach so viel geiler aus bei Beauty Portraits, also so viel geiler. Ich war schockiert, als ich das gesehen habe, den Unterschied. So ein bisschen viel. Oh well. Ich würde sagen, ich pudere jetzt endlich mal ein bisschen ab, damit eben alles wirklich gesettet ist. Und dann kommen wir direkt zurück zu den Augenbrauen. Leute, ich habe eine freudige Nachricht zu vollbringen. Und zwar, dass ich das Gefühl habe, dass Rare Beauty und ich vielleicht doch noch Freunde werden. Ich habe es gesettet und die Probleme, die ich hier hatte, sind fast komplett weg. Also man sieht es fast gar nicht mehr. Ich fasse es jetzt erstmal nicht mehr an. Ich mache noch ein bisschen normalen Bronzer, so ein kleines bisschen drüber. Warum, fragt ihr euch? Weil er hier steht. Ich habe auch gerade versucht, so ein bisschen Nasenkontur damit zu machen, weil ich meine Palette nicht gefunden habe, mit der ich normalerweise Nasenkontur mache. Ist jetzt so semi gut gelungen, aber egal. Dann kommen wir zu den Augenbrauen. Wir haben einen 2-in-1 Augenbrauenstift mit Gel und einem Stift. Ich habe die Farbe Deep Brown. Das ist so ein dreieckiger und die mag ich normalerweise nicht besonders gerne. Das ist einfach persönliche Präferenz, dass wenn ihr solche mögt, dann vielleicht, wer weiß, wie es funktioniert. Aber ich persönlich mag eigentlich eher diese ganz dünnen. Kostenpunkt von dem hier sind $22. Wie gesagt, bekommt ihr dafür aber einen Augenbrauenstift und Gel, was wirklich sehr gut ist. Und wir gucken jetzt einfach mal. Die Farbe ist eigentlich ganz nice. Was ich daran doof finde, ist, dass natürlich dann auch kein Bürstchen dran ist, wenn ein Gel dran ist. Und ich brauche immer Bürstchen, um es durchzubürsten. Ich muss ja zugeben, dass es echt gut aussieht. Aber ich mag einfach die Anwendung von solchen dickeren Augenbrauenstiften nicht so gerne. Wir gucken mal, wie es auf der anderen Seite funktioniert, weil das ist immer so der Dealbreaker für mich. Okay, Leute, es sieht sehr schön aus, aber ich mag einfach die Anwendung von dieser Art von Augenbrauenstift nicht. Er ist sehr cremig irgendwie. Ich bin mal gespannt, ob er gut runtertrocknet. Es sieht gut aus. Ich brauche nur immer sehr viel Präzision, gerade wegen meiner Narbe hier oben. Und es hat eigentlich sehr gut funktioniert, aber ich...
Es ist einfach nicht meine präferierte Form von Augenbrauenstift. Weiß ich noch nicht so ganz genau, was ich davon halte. Muss ich noch ein bisschen ausprobieren. Wir probieren aber jetzt mal das Gel aus. Ich glaube, das ist ein klares. Oh nein, ist es nicht. Okay. Habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, oh. Seht ihr das? Ups. Hab verkackt. Okay, das Gute ist, es war jetzt relativ leicht, es wieder auszugleichen. Das Schlechte ist, es ist einfach nicht ganz mein Fall. Okay, ich habe mir jetzt mal ein ganz kurzes, süßes, einfaches Augen-Make-up mit der Nikki-Palette gemacht, mit Beauty Bay zusammen. Die finde ich immer noch sehr geil übrigens. Die probiere ich gerade so ein bisschen mehr aus. Wir kommen zu einem matten Liquid Liner in Schwarz für 19 Dollar. Und das ist so eine Pinselspitze und darauf freue ich mich sehr. Ich mag eigentlich nur Liquid Liner mit so einer Pinselspitze, weil die sehr präzise sind. Der ist aber viel, viel dicker als die, die ich sonst benutze. Ich bin jetzt mal sehr gespannt darauf. Wir probieren es einfach direkt mal aus. Leute, Gott sei Dank, es funktioniert wunderbar. Man kann sehr feine Linien damit ziehen. Gott sei Dank. Okay, das ist nicht hundertprozentig gleich, aber funktioniert auf jeden Fall wunderbar. Da schon mal gar kein Problem, außer wenn er nicht hält. Das werden wir alles noch rausfinden. Okay, wir kommen jetzt mal zu den Lippenprodukten. Ich freue mich so sehr. Ich hoffe, dass sie gut sind. Bitte, bitte seid so gut, wie ihr euch angefühlt habt, als ich euch geswatcht habe. Außerdem brauche ich Mascara. Moment. Okay, den einen Lipbalm habe ich ja schon ausprobiert. Der fühlt sich gut an. Ich weiß es nicht, wie krass Hydrating der wirklich ist, aber es fühlt sich sehr schön an. Wir haben jetzt noch drei weitere. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Wir haben einmal hier Thankful. Oh, das ist ein Braun. Das fühlt sich mega schön an. Richtig schön. Dann haben wir als nächstes Blessed. Das ist so ein klassisches... Die Box will auch was dazu sagen. Klassisches Rosa. Setze ich jetzt gerade so ein bisschen auf meine super trockenen Stellen ab. Wundert mich jetzt nicht besonders. Ist aber deutlich pinker, als ich jetzt erwartet habe. Passt irgendwie zu meinem Outfit und so. Aber ist mir gerade auf jeden Fall zu pink. Und dann haben wir hier noch Praise. Das ist genauso ein Zwischending zwischen denen, würde ich sagen. Das ist ein bisschen so ein Orange. Peach. Der gefällt mir mit Abstand am besten. Den finde ich richtig schön. Würde eigentlich jetzt auch sehr gut zu dem Look passen, aber wir haben ja noch weitere Lippenstifte. Meine Lippen werden so, so sauer auf mich sein. Ich habe hier 6 der 12 Shades von den Lip Soufflé Matte Lip Creams und zwar kosten die 20 Dollar und sehen sehr vielversprechend aus. Ich glaube, man kann mit denen so richtig schön diesen Trend machen, wo innen eben so ein bisschen dunkler ist und außen heller wird. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann euch hier gerne mal ein Bild einblenden. Die fühlen sich richtig luftig und schön an. Ich pack die jetzt einfach mal auf die Lippen. Oh mein Gott, die sind so weich. Okay. Die fühlen sich einfach fast so hydrating an wie diese Lip Balms. Es ist eine ganz coole Textur, ehrlich gesagt. Das ist übrigens die Farbe Energize, habe ich gar nicht dazu gesagt. Man sieht, glaube ich, schon an den Swatches, wie weich die sind. Könnt ihr das erkennen? Es klingt jetzt richtig doof, aber ich glaube, man sieht es einfach. Mal gucken, wie lange meine Lippen überleben. Okay, Heroic. Ich versuche das jetzt mal kurz. Das ist perfekt für sowas. Das ist einfach genau für sowas perfekt, was ich gerade erzählt habe. Ich mache den Mistros mal ganz drauf, richtig. Wow, okay. Also, ich muss sagen, die Textur von denen ist der Hammer. Der Hammer. Die sehen so geil aus. Ich habe so trockene Lippen und es sieht voll geil aus. Fasziniert. Okay, next. Nächste Farbe, Brave. Leute, die sind gerade für mich das Highlight von dieser Kollektion. Ich finde die so geil. Oh mein Gott. Ich habe echt gedacht, die sind so wie die Soft Matte Lip Creams, aber sind sie gar nicht. Die fühlen sich komplett anders an. Okay, next ist Courage. Das Ding ist, diese Verpackungen, das sind so Soft-Touch-Verpackungen und die fühlen sich an wie der Lippenstift auf den Lippen. Mega schön. Krass. Okay, Daring, der mir ganz sicher nicht gut stehen wird, aber was soll's. Daring ist auf jeden Fall die richtige Farbbezeichnung. Sieht so ein bisschen aus wie Wasserleiche. Spooktober ruft. Ich nehme den für Spooktober. So einfach geht's. Lachen darf ich nicht. Sieht richtig gel aus. Okay, und dann haben wir jetzt noch Inspire. Der, glaube ich, der ist, den Selena auf diesem Dings drauf hat. Wenn ich jetzt nicht aussehe wie sie, dann verklage ich die auf jeden Fall. Okay, das ist Inspire. Und sehen wir jetzt gleich aus? Sehe ich jetzt aus wie Selena? Sind wir Geschwister? Können wir bitte Geschwister sein? Die trocknen auf jeden Fall so semi-matt runter. Und es fühlt sich so schön an. Ihr versteht nicht, wie die sich anfühlen. Okay, Leute, meine Lippen sind komplett tot. Ich habe jetzt den, welchen denn? Den hier drauf gemacht und zwar Heroic, aber nur innen und so ein bisschen leicht ausgeblendet, damit es eben nur so eine leichte Schicht ist. Und dann habe ich den durchsichtigen von den Lip-Treatment-Dingern da drauf gemacht. Ich sprühe jetzt mal noch ein bisschen von dem Ding als Setting-Spray drauf. Vielleicht funktioniert es ja ganz gut. Das riecht voll nach Spa. Ganz ehrlich, das riecht nach Spa. Okay, eine Sache haben wir noch und zwar das Ding hier. Das ist ein Kit für unterwegs. Und zwar das Blot & Glow Touch-Up Kit für 26 Dollar. Da sind 100 Blotting Papers drin und ein Powder Puff, in dem Puder drin ist. Ich war erstmal so verwirrt, weil ich einfach nicht gecheckt habe, wo hier Puder sein soll. Aber ich habe es dann ein bisschen so gemacht.
und gesehen, dass da tatsächlich Puder drin ist. Ich werde das einfach schon mal benutzen, aber ich werde das definitiv gleich mal im Laufe des Tages noch, es ist schon relativ spät, aber im Laufe des Tages noch ein bisschen benutzen und ausprobieren. Wir probieren aber jetzt erstmal so ein Blotting Paper aus, warum nicht? Wer nicht weiß, was das ist, das sind einfach so kleine Papiere, mit denen man die Öle von der Haut nehmen kann. Das heißt, wenn ich jetzt so mache, dann zieht es so ein bisschen das Öl raus. Es ist gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, das wäre schlimmer. So, ganz vorsichtig. Einfach überall da, wo man sehr ölige Haut hat. Und dann nehme ich jetzt diesen mysteriösen Dingens, bei dem ich nicht sicher bin, was ich davon halte. Packen wir das mal hier drüber. Also da ist halt irgendwie Puder drin. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben, aber da ist Puder drin. Das hat auf jeden Fall so leichte Schimmerpartikel drin. Einfach wahrscheinlich, damit man nicht so komplett maskig und matt aussieht. Also wenn ihr matt mögt, wird das hier gar nichts für euch sein. Dann auf jeden Fall Finger weg davon. Ich bin gespannt, wie das funktioniert, wenn ich wirklich anfange, fettige Haut zu bekommen, weil das wird passieren. Ich zeige euch hier aber schon mal ein Close-up von dem Ganzen, wie das jetzt gerade aussieht. Ich möchte ganz gerne versuchen, noch so ein kleines bisschen Highlighter über Puder aufzutragen und zu gucken, wie das so funktioniert. Nice. Ich will noch nichts zu meiner Meinung sagen. Ich will es erstmal ein paar Stunden drauf lassen. Dann melde ich mich nämlich gleich wieder zurück. Und dann schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Hi. Ich glaube, wir sind so ungefähr 4 Stunden später. Jetzt ist es einfach so spät. Ich bin so müde. Ich schlafe euch gleich ein. Aber ich wollte euch kurz updaten. Und ich wollte das hier ausprobieren. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass ich viel fettigere Haut haben werde. Ich nehme jetzt einen von den lustigen kleinen Blotting Sheets. Problems of Oily People. Man sieht es einfach voll. Haut ist einfach komplett vollgesaugt schon. Oily Skin, hi. Außerdem ist mein Astera da hinten gerade gestorben. Jetzt sieht man hier auf jeden Fall, dass es hier in die Poren reingeht. Wir machen jetzt mal diesen dubiosen Powder Puff. Also ich habe da an der Stelle tatsächlich ein paar Probleme, das richtig schön hinzubekommen wieder. Ich probiere es jetzt mal mit meinem normalen Puder und gucke, was passiert. Es ist voll seltsam. Ich habe eigentlich nur an der Seite, an dieser einen Stelle, das Problem, dass es nicht hält. Alles andere sieht eigentlich immer noch gut aus. Auch an meiner Nase hier an der Seite sieht es immer noch gut aus. Vielleicht an einem Tag, wo das nicht so ist, wäre das vielleicht besser. Ich werde die Foundation auf jeden Fall noch weiter testen. Eine Sache, die ich aber sagen muss, ist, dass das Hautgefühl sehr schön ist. Es ist eine super leichte Foundation. Was genau das ist, was ich persönlich gerne mag. Was mir übrigens sehr aufgefallen ist, ist, wie schön die Foundation auf Video in der Handykamera aussieht, weil viele Foundations sehen in meiner Frontkamera immer richtig beschissen aus. Die sah richtig schön aus. Immerhin. Hey, der Concealer hat eigentlich auch ganz gut gehalten. Das ist natürlich ein bisschen gecreased hier. Aber wir haben auch 5 Sauce Carpool Karaoke geguckt und das war witzig. Deswegen habe ich die ganze gelacht. Gell, Nico? Jeder, den ich gefragt habe, fand das Make-up richtig schön. Ich habe gerade mal Nico gefragt, wie er meine Foundation findet. Möchtest du das bitte wiederholen? Ich finde sie sehr schön. Okay, was genau findest du schön? Ich weiß nicht, für mich sieht es aus wie eine Low-Coverage-Foundation. Sieht sehr natürlich aus. Sieht mega soft aus, wie so ein Real-Life-Beauty-Filter. Nur halt nicht übertrieben. Ihr wisst, was ich meine. Okay, I'll take it. Good. Thanks. Was ich sagen kann, ist, dass es einfach sehr weich ist. Das beschreibt das ganz am besten. Also auch von den Verpackungen her, lustigerweise. Es ist einfach sehr weich und soft und genau das ist auch das Make-up. Und zwar nicht soft im Sinne von kein Pigment und komisch, sondern es sieht einfach sehr weich aus. Macht das Sinn? I don't know. Okay, ich versuche jetzt mal ein Fazit zu geben, was ich cool fand, was ich noch mal ein bisschen ausprobieren will und was ich nicht so cool fand. Wir fangen mal beim Schlechten an, warum auch nicht. Was heißt schlecht? Das ist alles sowieso Geschmackssache. Aber für mich persönlich ist das Augenbrauen-Ding einfach raus. Ich hätte lieber so ein Bürstchen dran und einen dünneren Stift, als das jetzt ist für mich persönlich nicht so was, wirklich was. Leider Gottes finde ich den Schwamm nicht so geil. Also ich werde ihn auch weiter benutzen, der ist nämlich super weich. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er mir nicht wirklich genug eingearbeitet hat. Da fand ich den normalen Schwamm, den ich sonst benutze, einfach ein bisschen besser. Was für mich leider irgendwie ein Fail ist, ist der Primer, weil ich einfach keine Illuminating Primer mag. Das ist einfach eine persönliche Präferenz. Ich weiß, dass es ganz viele da draußen gibt, die sowas mega abfeiern. Meine Poren sind dafür zu groß, meine Haut ist dafür zu fettig. Ich mag das nicht so gerne. Illuminating Primer ist für mich raus. Ich nehme lieber einen richtig schönen Hydrating Primer, der einfach meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Da
bin ich, glaube ich, echt raus. Ich glaube, ich gebe den mal an Laura oder so. Denn ihr wird da, glaube ich, besser gefallen als mir. Was die Sachen angeht, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin. Dieses Ding hier, obwohl ich da so excited war, weil ich dachte, das wäre ein Puder und das Ding, aber es ist halt ein Puder da drin und ich weiß noch nicht genau, ob mir das so gut gefällt oder nicht. Die Blotting Papers finde ich super. Ich finde es auch super, dass es in so einer Tasche zum Verpackungsdingens kommt. Gerade für so oily Girls wie mich. Hi. Aber dafür ist das Puder auch so leicht, ich würde nicht sagen glitzerig, aber es ist schon so ein bisschen glitzerig. Schimmernd, was auch immer. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Dann haben wir das Zeug. Riecht einfach wie ein Spa. Finde ich geil. Ich weiß aber nicht, ob es was macht. Das muss ich, glaube ich, über eine längere Zeit mal testen. Ob es einen Unterschied macht oder nicht, kann ich euch jetzt noch nicht, sagen. Oh, ich habe mich gerade vorgeschlagen damit. Und wo ich halt wirklich noch gucken muss, ist diese Foundation da. Ich möchte sie unglaublich gerne über alles lieben. Ich fand sie jetzt auch ganz toll, wie sie aussah, als ich sie zum zweiten Mal komplett neu aufgetragen habe. Aber es war eine schwere Geburt, dahin zu kommen. Deswegen möchte ich das gerne noch ein bisschen länger testen, bevor ich euch da wirklich sage, was meine Meinung dazu ist. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis das Ganze auch in Deutschland verfügbar sein wird, ganz normal. Ich weiß, dass sie für ganz viele Leute unglaublich gut funktioniert. Deswegen, ich hoffe, dass wir Freunde werden. Ich möchte sie lieben. Wir werden sehen. Die Concealer fand ich aber wirklich nice. Also die gefallen mir sehr gut. Die haben auch mit einem ganz kleinen bisschen Puder sehr schön gehalten. Das sieht immer noch gut aus. Ich kann sie auch nicht wirklich verschieben oder sonst irgendwas. Also das ist wirklich sehr schön. Die gefallen mir gut. Ich finde die Pinsel super. Also ich weiß es nicht, ob ihr noch Pinsel braucht. Und die sind auch natürlich auf der höherpreisigen Seite. Aber ich finde die Formen sehr schön. Ich finde das Design sehr schön. Haben auch gut funktioniert. Die sind weich, die sind schön. Ich kann nichts Schlechtes dazu sagen eigentlich. Was ich sehr gern mag, ist der Eyeliner. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich werde ihn auch nochmal ausprobieren, aber der ist auch nicht verwischt. Der ist nirgendwo gestempelt oder sonst irgendwas. Das hat alles wunderbar funktioniert. Ich liebe die Lippenprodukte. Die Lippenprodukte sind für mich das Highlight. Vor allen Dingen diese, ich will mal Liquid Lipsticks sagen, das sind eher so Creme-Lipsticks. Finde ich grandios. Die halten jetzt nicht unglaublich gut, was Essen und so betrifft. Ich habe auch gegessen und so und da war jetzt nicht mehr viel davon übrig. Aber die sind so angenehm auf den Lippen. Wie die einfach aussehen, das kann man so gar nicht beschreiben. Die sehen einfach so weich aus. Und die Lippen sehen aus, als wäre da so ein Weichzeichner drüber. Die sind mein absolutes Highlight. Auch diese Lip Balms finde ich schön, aber die, ja, da gibt es ja auch günstigere, die ähnlich sind, was sage ich jetzt mal. Die Highlighter fand ich toll. Ich mag die sehr. Ich habe die auch nochmal über Puder aufgetragen, wie ihr gesehen habt. Mega schön, gar kein Problem. Hat sich nicht irgendwo abgesetzt. Die trocknen auch komplett runter. Also die sind nicht wie zum Beispiel diese Becker Highlighter, die da noch so sticky ist. Sondern die trocknen wirklich komplett runter und sehen einfach wirklich sehr, sehr schön aus auf der Haut. Genauso wie die Liquid Blushes, die feiere ich hart. Das ist eigentlich mein Highlight gewesen von der Kollektion, aber diese Lippenstifte haben es halt einfach voll rausgerissen. Aber ich finde die toll, ich werde die weiterhin testen. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alles abgeklappert. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wenn ich irgendwas vergessen habe, es tut mir leid. Ihr habt aber meine Meinung ja ungefähr schon gesehen. Ich gehe mich jetzt abschminken, weil ich habe langsam echt keine Lust mehr auf Make-up. Ich muss jetzt langsam schlafen gehen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was euer erster Eindruck zu den Produkten ist. Ich freue mich einfach unglaublich darüber. Ich finde es unglaublich toll. Ich liebe Serena, wie gesagt, habe ich euch schon gesagt. Ich werde euch auf Instagram auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ihr könnt mir gerne folgen, wenn ihr es nicht tut, weil, wie ich schon erzählt habe, machen wir da sehr viele coole Sachen und ihr verpasst wirklich was, wenn ihr mir nicht folgt. Wo ihr auch noch was verpasst ist, wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt. Deswegen würde ich mal vorschlagen, ihr könnt gerne die kleine Glocke aktivieren, wenn ihr keine Uploads auf diesem Kanal verpassen wollt. Natürlich würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.